أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، على رسولنا صلوات. So, heute wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, das der Islam sozusagen als Lösungsansatz für alle Probleme und Spannungen, die innerhalb einer Gesellschaft zwischen verschiedenen Gesellschaftsgruppen auftreten, als Lösung anbietet, beschäftigen. Und zwar ist das Thema die Armensteuer. Und was die Armensteuer überhaupt ist, erläutert Bediüzzaman Said Nursi im Buch Ein Zeichen des Wunders auf Seite 83 mit einem Hadith unseres Propheten. Und zwar sagt er dort über Zekat, dass alle Arten der Unterstützungen und Hilfeleistungen umfasst, wird von dem ehrwürdigen Gesandten, mit dem Friede und Segen sei, folgende ehrwürdige Hadith überliefert. Die Übersetzung lautet ungefähr: Die Armensteuer ist die Brücke des Islam. Das heißt, die Hilfe der Muslime füreinander kommt nur dadurch zustande, dass man die Brücke des Zekat überschreitet. Denn das Fahrzeug der Hilfeleistung ist Zekat, also die Armensteuer. Die Brücke, welche allgemeine Ordnung und Sicherheit innerhalb der menschlichen Gesellschaftsstruktur gewährleistet, ist Zekat. Innerhalb des sozialen Lebens in der Welt der Menschen wird das Leben aus der gegenseitigen Hilfe geboren. Das Gegengift, das Heilmittel gegen das Übel, das Aufruhr aus Aufständen und Auseinandersetzungen erwächst und die Menschen am Fortschritt hindert, ist diese gegenseitige Hilfeleistung. Wir sehen also, dass Friede zwischen den Gesellschaftsstrukturen nur funktionieren kann, wenn sich diese beiden Gesellschaftsstrukturen in einem gewissen Verhältnis zueinander befinden. Weiter führt Bediüzzaman Said Nursi auf derselben Seite, Seite 83, aus, was passiert, wenn diese Armensteuer nicht erbracht wird. Und zwar sagt er dort: Wenn du einmal die Seiten im Buche der Welt mit einem geschichtskundigen Auge betrachtest und dabei besonders auf all die Schlechtigkeiten und Fehler der Menschen achtest, die diese Seiten beflecken, so wirst du sehen, dass all die Aufstände, der Wirrwarr und all die niederträchtigen Gemeinheiten, die man innerhalb der Gesellschaft zu erkennen vermag, in der Tat aus zwei Sätzen entstehen. Der erste Satz ist: Wenn ich satt bin, was geht es mich dann an, wenn ein anderer vor Hunger sterben könnte? Also solange mein Tisch voll ist, solange ich mir den Bauch zuschlage, ist es mir egal, was mein Nachbar macht zum Beispiel. Der zweite Satz: Ersticke du nur ruhig in all deiner Mühsal, so kann ich inmitten aller guten Gaben in Ruhe und in Freuden leben. Hier bezieht sich Bediüzzaman auf einen Vers, der besagt, dass Allah den Handel zwischen den Menschen erlaubt hat, aber eben die Vergabe von Zinsen verboten hat. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Zinsen zum Beispiel sehr etwas für faule Menschen sind. Denn faule Menschen, die Menschen, die Zinsen vergeben, sie arbeiten nicht. Sie geben jemandem zum Beispiel Geld, 100 Euro, und bekommen mit den Zinsen zusammen zum Beispiel 150 Euro zurück. Das heißt, sie vermehren ihr Geld einfach, indem sie auf der Couch rumsitzen und andere für sich arbeiten lassen. Jetzt nennt Bediüzzaman Said Nursi noch Lösungsvorschläge, die diese beiden Sätze sozusagen enthebeln. Was den ersten Satz, der die Welt der Menschheit einem Erdbeben aussetzt und sie so an den Rand eines Abgrunds führt, wieder ausradieren lässt, ist einzig und allein Zekat, also die Armensteuer. Denn mit der Armensteuer sorgt man dafür, dass sowohl ich was auf dem Tisch zu essen habe, als auch mein Nachbar, der vielleicht nicht genug Geld hat, oder der Arme auf der Straße. Was den zweiten Satz, der das Menschengeschlecht in eine alles umfassende Katastrophe zu zerren droht, zu Terrorismus führt und den Fortschritt und die allgemeine Sicherheit zerstört, an der Wurzel packt, ihn abschneidet und verwirft, ist das Verbot des Zinsnehmens. So, jetzt gibt es natürlich die Frage, wieso kommt ein Mensch denn darauf, der vernünftig denken kann, diese beiden Sätze auszusprechen? Also wieso sollte er denn das ganze Leben, das ganze System nur auf sich selbst beschränken? Diesbezüglich sagt Bediüzzaman Said Nursi im Buch Worte auf 720. Und zwar erläutert er dort zwei Grundsätze. Einmal den Grundsatz der Philosophie der Zivilisation und einmal den Grundsatz des Koran. Und zwar sagt er in der zweiten Stufe: Wie bereits im 12. Wort bewiesen, wollen wir hier einige Grundsätze des Koran und unserer heutigen Zivilisation auflisten und einander gegenüberstellen. So ist es denn die heutige Zivilisation, die in ihrer Philosophie des gesellschaftlichen Lebens grundsätzlich die Macht als ihren Eckpfeiler annimmt. Als ihr Ziel weiß sie den Gewinn, als Lebensgrundsatz kennt sie den Kampf.
Als Band der Gemeinschaft hält sie an Rassismus und Nationalismus fest. Was aber ihre Früchte betrifft, so sind es die Befriedigung der Begierden des Fleisches und die Vermehrung der menschlichen Bedürfnisse. In Wirklichkeit jedoch ist Angriff die Konsequenz aus dem Streben nach Macht. Konkurrenzkampf heißt die Konsequenz aus dem Streben nach Gewinn, weil dieser ja nicht ausreicht, um alle Wünsche zu befriedigen. Der Interessenkonflikt ist die Konsequenz aus dem Grundsatz des Kampfes. Aggressivität ist die Konsequenz des Rassismus, weil er dadurch gespeist wird, dass er andere verschlingt. Solcher Art sind also nun die Grundsätze dieser Zivilisation, die trotz aller ihrer guten Seiten nur 20 unter 100 Menschen eine Art scheinbares Glück schenkt und 80 in Ruhelosigkeit und Elend verwirft. Wir sehen also, dass die Philosophie des gesellschaftlichen Lebens in der Zivilisation rein auf Egoismus basiert. Das heißt, solange ich mein Leben in Frieden leben kann, solange ich mir das leisten kann, was ich möchte, solange ich das habe, was ich mir leisten kann, bin ich zufrieden. Der Rest interessiert mich nicht. Solange ich selber mein Leben aufhalten kann. Was aber diesem widerspricht, ist zum Beispiel die Tatsache, wenn man sich mal Menschen anschaut, ganz unabhängig davon, ob sie an eine Gottheit glauben, ob sie an eine Religion glauben oder nicht, dass sie einfach Spaß daran haben, wenn sie anderen Menschen helfen. Das heißt, jeder Mensch, der jemanden unterstützt, egal ob materiell oder immateriell, man sieht, dass er eine Art Beruhigung in sich spürt, dass er eine Art Glückseligkeit von sich, in sich spürt. Weiter macht Bediüsselmann Zeitlust mit der Weisheit des Koran. Es ist aber nun die Weisheit des Koran, grundsätzlich anstelle der Macht die Gerechtigkeit als den Eckpfeiler im gesellschaftlichen Leben anzunehmen. Sie setzt anstelle des Gewinns grundsätzlich das, was vorzüglich ist und Gottes Wohlgefallen zu gewinnen vermag, als Ziel. Im Leben hält sie anstelle des Grundsatzes vom Kampf den Grundsatz, Beistand zu leisten, als das Wesentliche fest. Als Band der Gemeinschaft bestimmt sie anstelle von Rassismus und Nationalismus grundsätzlich die Liebe zum Glauben, zum Beruf und zur Heimat als das einigende Band. Ihr Ziel ist es, Gelüste und Launen einzudämmen, den Geist emporzuführen, die erhabenen Empfindungen zu nähren, hohe Lust zu stillen, den Menschen zu menschlicher Vollkommenheit hinzuleiten und so erst zu einem Menschen zu machen. Wir sehen also, dass im Gegensatz zur philosophischen Grundsätzen der Grundsatz des Koran auf Einigkeit basiert. Dass der Koran sozusagen mit diesem Grundsatz dafür sorgen möchte, dass unter diesen verschiedenen Gesellschaftsgruppen eben diese Einigkeit herrscht und auch die Zufriedenheit auf beiden Seiten. Das heißt, dass die Reichen zum Beispiel mit barmherzigem Blick auf die Ärmeren gucken und die Ärmeren mit einem ehrwürdigen Blick nach oben schauen, auf die Reicheren. Schließlich als Ende sagt Bediüzzaman Zeitnussi im Buch Briefe auf Seite 506. Dort bezieht er sich nochmal auf die zwei Sätze, die wir vorhin gelesen haben. Und zwar der erste, wenn ich satt geworden bin und ein anderer stürbe vor Hunger, was geht mich das dann an? Und der zweite Satz, arbeite du, ich werde essen. Dort sagt er, was diesen zwei Worten ihre Dauer verleiht, ist der immerwährende Strom der Zinsen und die Aufgabe der Armensteuer. Der einzige Weg, diese beiden fürchterlichen Krankheiten des gesellschaftlichen Lebens zu heilen, besteht darin, Armensteuer als ein allgemeingültiges Prinzip einzuführen, also die absolute Notwendigkeit des Armensteuergebens und das Verbot des Zinsnehmens. Zudem ist die Armensteuer nicht nur für bestimmte Einzelindividuen oder besondere Gesellschaftsformen, sondern für das Lebensglück der gesamten Menschheit ein bedeutender Stützpfeiler. Ja, für den Fortbestand der Menschheit die wichtigste Säule überhaupt. Denn in der Menschheit gibt es also die beiden Klassen, eine Oberschicht und eine Unterschicht. Was die Oberschicht dazu veranlasst, sich der Unterschicht in Güte und Barmherzigkeit zuzuwenden, der Unterschicht aber der Oberschicht Ehrerbietung und Gehorsam entgegenzubringen, das ist die Armensteuer. Andernfalls ergießt sich von oben auf die Unterschicht herab Ungerechtigkeit und Unterdrückung, aus der Unterschicht reckt sich den Reichen Hass und Aufruhr entgegen. Diese beiden Schichten der Menschheit liegen in einem ständigen, unsichtbaren Zwist miteinander, einem Zustand ratloser Verwirrung. Das führt schließlich dazu, dass sich, wie dies in Russland bereits geschehen ist, die Menschen infolge eines Kampfes zwischen Kapital und Arbeit an die Kehle gehen. Um
das Thema mit der Abendstunde zusammenzufassen, sagt mir dieser Zeitnüsse wieder im Buch Ein Zeichen des Wunders, und zwar auf Seite 85 als Zusammenfassung. Eine Garantie für eine Versöhnung und der Aufbau einer Beziehung zwischen diesen Schichten ist einzig und allein dadurch möglich, die Armensteuer zu spe die Armensteuer für Groß und Klein und den Menschen die Armensteuer und Geschenke zu geben, was zu den Grundpfeilern des Islam gehört und als ein hoch angesehener Grundsatz verstanden wird. Neben dieser Armensteuer haben wir auch gesehen, dass auch zum Beispiel das Verbot der Zinsvergabe eine sehr wichtige Rolle spielt, um auch sozusagen die Einigkeit und die Gerechtigkeit in der Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Noch Fragen oder irgendwas, was ihr hinzufügen möchtet? Ich hätte eine Frage. Ja. Wenn man jetzt eine Abendsteuer gibt als reicher Mann, sag ich mal, und die reichen Leute, die viel Kohle haben, wird es auch geistig befriedigt sein? Ja, wir haben ja gesagt, dass man an Menschen zum Beispiel, die sehr spendabel sind, die sehr großzügig sind, Ja. halt meistens auch die Menschen sind, die in ihrem Leben auch viel glücklicher sind. Ja. Ich meine, wenn man zum Beispiel sehr engstirnig ist und sein Geld um alles verteidigt, sieht man halt jeden als Feind an sozusagen. Ja. Das heißt, jeder, der an mein Geld ran möchte, jeder, der was von mir leihen möchte, ist theoretisch mein Feind. Aber wenn man zum Beispiel diese Armensteuer gibt, versteht man den Gegenüber ja nicht als Feind, sondern eher als Mitmensch, den ich auch unterstützen muss. Und wenn ich halt etwas Gutes mache und diesen Menschen helfe und sehe, dass es den Menschen gut tut, dann bringt es ja auch ein Gefühl der Befriedigung und ein Gefühl der Glückseligkeit in mir herauf. Meine Seele wird auch so glücklich sein, Ja, genau. darüber. Ja. Sonst noch jemand? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil 'alamin al-fatiha tamam as-salawat.